Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Meine Freunde, Kia hat es wieder getan. Unsere koreanischen Freunde haben ein Fahrzeug auf den Markt geworfen, welches uns mal wieder positiv überraschte. Ja, das klang irgendwie gerade etwas übertrieben. Aber egal, mehr dazu gibt es nach der 360-Grad-Einführung. Viel Spaß! She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Kennt ihr das rumgehandelt? Everything I have. Der neue Kia Stonic gehört zu der immer beliebter werdenden Kleinwagen-SUV-Klasse. Diese ist bei vielen ziemlich umstritten, aber wir finden, dass die Hersteller gerade in dieser Klasse ziemlich mutig mit dem Design umgehen und das, meine Freunde, ist sehr erfrischend auf dem Fahrzeugmarkt. Wie immer ist das natürlich Geschmackssache, also macht euch gern mal selbst ein Bild vom Kia-Neuling und wir babbeln euch mal nicht weiter voll. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts. Unser Testwagen hat ein sehr ansprechendes Leuchtendesign. Gerade das Heck mit seinen LED-Rückleuchten hat mir persönlich extrem gut gefallen und auch die Frontscheinwerfer mit dem LED-Tagverlicht und separatem Abbiegelicht waren sehr ansprechend. Leider gibt es keine LED-Hauptscheinwerfer im Angebot, welche die Sicherheit bezüglich der Lichtausbeute noch erhöhen würden, wobei aber auch die Projektionsscheinwerfer da eine gute Arbeit geleistet hatten. Der Innenraum im koreanischen Neuling ist sehr vom geschwisterlichen Kia Rio inspiriert bzw. wurde dieser mit ein paar kleinen Änderungen übernommen. Wir fanden den Innenraum im Rio schon sehr gut und übersichtlich, gerade für einen kleinen Wagen, und das ändert sich im Stonic natürlich auch nicht. Weiche Kunststoffe sind zwar Mangelware, aber die Verarbeitungsqualität ist auf einem hohen Niveau und allgemein gesehen ist die Wertigkeit und das Gefühl im Inneren sehr positiv. Lenkrad und Schaltknauf sind übrigens beledert. Das Infotainment-System ist auf einem aktuellen Stand und bietet neben dem 7 Zoll großen Touchscreen mit einer guten Auflösung die Möglichkeit, das Smartphone via Bluetooth, Android Auto oder Apple CarPlay zu verbinden. Ebenso könnt ihr allerhand Helferchen ins Fahrzeug integrieren lassen, darunter die üblichen Verdächtigen wie eine Rückfahrkamera, Spurhalte, Totwinkel und Notbremsassistent und auch einen Fernlichtassistenten. Für die Frostbeulen unter euch gibt es auch noch eine Sitzheizung für die vorderen Sitze und wenn man bei Eis und Schnee die Frontscheibe mit einer schwarzen Mastercard freikratzen musste, weil man wieder seinen Eiskratzer vergessen hat, für diese Menschen gibt es auch noch die tolle Lenkradheizung, um das notwendige Gefühl in der Hand für die Fahrt wiederzuerlangen. Was Amateurtester-Zuschauer natürlich begrüßen, da Amateurtester-Zuschauer sehr kreative Menschen sind und kreativen Menschen wird ja bekannterweise nachgesagt, sie seien etwas vergesslich oder gar schlampig. Dies gilt natürlich und logischerweise und sowieso nicht für Amateurtester-Zuschauer und ist eher als Mythos zu betrachten. Dennoch, Lenkradheizung fetzt. Wenn man die Platzverhältnisse beschreiben möchte, darf man glaube ich schon so Worte wie geräumig und luftig verwenden. Dies gilt für die vorderen zwei Sitze besonders. Dank der nicht gerade wuchtigen Mittelkonsole hat man da wirklich viel Kniefreiheit und fühlt sich alles andere als eingeengt. Die Beinfreiheit auf den hinteren Plätzen ist für erwachsene Personen ausreichend, wobei man hier die Kleinwagenklasse schon etwas merkt. Jetzt habe ich irgendwas im Hals. Jetzt ist es wieder weg. Anders sieht es mit der Kopffreiheit aus. Diese ist dank der Karosserie vom äußerst großzügig. Der Kofferraum ist mit seinen 352 bis 1155 Litern eher Durchschnitt, aber sicherlich auch alles andere als schlecht. Klappe zu, weiter geht's. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker. In Sachen Rundumsicht gab es beim Stonic keine weiteren Auffälligkeiten. Nach vorn konnte man das Fahrzeug gut einschätzen und auch die Spiegel hatten eine angenehme Größe. Die C-Säule war wieder äußerst modern, sprich breit, aber auch dank der Assistenzsysteme und der Spiegel sollte man damit keine Probleme haben, solange man umsichtig fährt, was natürlich Voraussetzung im Straßenverkehr ist. She just wants to flirt, so I flirt right back.
Apropos Straßenverkehr, da macht der mittelkleine Koreaner ebenso eine wirklich gute Figur. Der Stonic rollt ruhig ab und ist für einen Kleinwagen-SUV auch wirklich gut gedämmt. Höhere Geschwindigkeiten werden also in Abhängigkeit vom Beifahrer nicht zur Qual. Die Lenkung ist angenehm direkt und so macht auch das Rangieren wirklich Spaß. Wir hatten übrigens den 1,0 Liter Dreizylinder mit 120 PS. Dieses Triebwerk war wie ein typischer Dreizylinder, aber von der Leistung her auch völlig ausreichend für dieses Fahrzeug und die 6 Gänge ließen sich sauber und knackig durchschalten. Wie beschreibt man den Kia Stonic am besten? Es ist ein kleiner, alltagstauglicher SUV. Er wirkt erwachsen und trotzdem modern. Im Innenraum sieht alles aufgeräumt aus und man kann somit alles leicht finden. Fahren macht auch Spaß, da das Fahrwerk und die Lenkung ziemlich knackig sind. Man kommt zügig von A nach B mit einem moderaten Verbrauch, natürlich wie immer abhängig von der eigenen Fahrweise. Herzlichen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Jetzt haut in die Tasten und ballert uns eure Kommentare und euer Feedback um die Ohren. Natürlich dürft ihr uns auch helfen, das Video zu verbreiten und bekommt ein ernst gemeintes Danke dafür. Bis zum nächsten Mal, eure Amateurtester. Übrigens habe ich heute, ich weiß nicht, dreimal so lange für diesen Text gebraucht, weil ich Sprachfehler habe. Danke. Look up in the mirror, seeing clearer for our first time. Just a couple sinners, man. I wish I could reverse time.